Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr seht ihn hier, den Roborock S6. Es ist für mich eins der am meist erwartetsten Geräte dieses Jahr gewesen. Und was er so kann, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Als erstes möchte ich mich natürlich recht herzlich bei Roborock bedanken. Die haben mir das Testgerät nämlich zur Verfügung gestellt. Ja, in dem heutigen Video wollen wir uns natürlich gleich erstmal den Roborock S6 im Detail anschauen. Danach gucken wir uns die Navigation, Absperrungen und Hindernisse an. Natürlich gehe ich auch auf die Saug- und Wischleistung des Geräts ein. Später auch auf die App-Steuerung. Natürlich auch Konnektivität und Sprachsteuerungsmöglichkeiten sind hier wichtig. Und zum Schluss ziehe ich noch mein Fazit. Bevor ich euch den Roborock S6 jetzt gleich im Detail zeige, möchte ich noch ganz kurz auf die technischen Daten eingehen. Er wird ja direkt von Roborock selbst hier in Deutschland vertrieben, das Ganze zum Preis von 549 Euro. Dabei wiegt der Roboter 3,6 Kilo, hat die Abmaße von 35,3 x 35,0 x 9,65 cm. Die Akkukapazität beträgt 5200 mAh. Das Ganze soll laut Hersteller dann für eine Saugdauer von 2,5 Stunden bzw. 250 Quadratmetern ausreichen. Wenn ihr den Roboter dann wieder aufladen möchtet, dauert es ungefähr 3 bis 4 Stunden. Die Hindernishöhe, da komme ich auch später nochmal drauf zu sprechen, liegt bei maximal oder etwa 2 cm. Das kommt immer auf die Beschaffenheit an. Aber wie gesagt, darauf komme ich auch nochmal später zu sprechen. Schauen wir uns jetzt mal kurz an, was im Zubehör mit dabei ist. Das ist einmal hier die Bedienungsanleitung. Da steht in sogar deutscher Sprache, verschiedenen Sprachen alles Nötige drin, was ihr wissen müsst. Ansonsten, ihr kennt es auch für diejenigen, die schon mal den S50 gesehen hatten, das sind so kleine Ventile, da sind ein paar Ersatzventile dabei. Die werden auf der Unterseite von dem Wassertank montiert. Darüber hinaus haben wir noch einen weiteren Ersatzfilter, das ist auch ganz gut. Und was ist neu, beziehungsweise was haben wir noch dabei? Ein weiteres Wischtuch für den Wassertank, den schauen wir uns auch direkt mal jetzt im Detail an. Wir haben hier diese Öffnung, die wir logischerweise öffnen können, um den Tank dann mit Wasser zu befüllen. Er wird einfach hier von der Unterseite an den Roboter montiert, das zeige ich euch auch gleich später noch. Und die Tücher werden hier so entfernt und zur Seite rausgezogen. Ihr seht, das Ganze ist ein bisschen beschlagen, weil ich den Roboter natürlich selbst bei mir schon getestet und habe auch wischen lassen. Eine Neuerung im Vergleich zum Roborock S50 ist hier dieser kleine Schalter, mit dem könnt ihr die Wassermenge jetzt selbstständig in zwei Stärken justieren. Ich sag mal so, ich habe ungefähr 20 Quadratmeter bei mir im Wohnzimmer. Da sind, ich sag mal, die Hälfte bis drei Viertel des Wassers sind damit verwischt worden, in Anführungsstrichen. Aber auch da natürlich noch später bei der Wischleistung mehr dazu, nur dass ihr schon mal so eine Größenordnung habt. Und hier seht ihr auch diese kleinen Ventile, wo wir hier im weiteren Umfang noch Ersatzventile dabei haben. Eine weitere Neuerung beim S50 ist jetzt hier dieser weitere Aufsatz. Der kann anstatt dieses Wischtuchs montiert werden. Das sind sogenannte Wegwerftücher bzw. einmal verwendbare Tücher. Davon sind in Summe 10 Stück mit dem Lieferumfang. Ich habe die jetzt hier selbst noch nicht ausprobiert. Ich muss gestehen, ich weiß noch nicht so recht, was ich davon halten soll, einfach aus dem Grund heraus, weil ich habe hier ein Tuch, was ich halt waschen kann. Ich kann es in die Waschmaschine schmeißen, es wird immer wieder sauber. Dementsprechend, ich wüsste nicht, warum ich da halt einfach noch mehr Müll produzieren sollte, um die Dinger dann halt wegzuschmeißen. Ansonsten, das Einzige, was ich hier ein bisschen als Vorteil sehe, ist, dass die komplette Breite mit diesem Mikrofasertuch überzogen ist. Hier haben wir lediglich immer nur so die Hälfte, beziehungsweise ja, 2/3 des Bereichs. Hat aber natürlich auch den Vorteil, dass der mit den Reifen dann hinterher nicht wieder dort durchfährt. Ich denke mal, da muss einfach jeder selbst wissen, ob er irgendwie die Wegwerftücher nutzen möchte oder nicht. Wie gesagt, eins ist hier montiert, 9 weitere im Lieferumfang enthalten. So viel zum Lieferumfang. Kommen wir doch mal zum Roboter selbst. Ihr merkt schon am Design, er ist recht ähnlich gegenüber dem Roborock S50. Das größte Detail, was auffällt, sind hier oben die beiden Knöpfe. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch sagen, ich werde noch mal einen expliziten Vergleich machen vom S6 zum S5. Das dauert aber noch ein paar Tage, werde ich euch dann natürlich auch unten verlinken, aber kommen wir erstmal hier zum Roboter. Wir haben hier auf der Oberseite die 3 Knöpfe, einmal für den Spot-Clean-Modus, einmal um den Roboter loszuschicken und um ihn auch einfach wieder zurück an seine Ladestation zu schicken. Wir haben hier vorne, wie eigentlich von allen Robotern bekannt, der Bumper und die Abstandssensoren. Was auch eine weitere Neuerung ist, ist hier vorne diese kleine seitliche runde Bürste. Die war vorher, ich sag mal, bis zur Kante hier aus hartem Kunststoff und vorne mit so kleinen Fasern. Das sind jetzt so Gummi
Gummibürstchen. Ich drehe das gleich auch nochmal um, dann seht ihr das nochmal genau. Ansonsten auf der Oberseite natürlich auch die Klappe, die können wir öffnen. Hier mit dem Reset-Schalter, dann die kleine Lampe, die uns zeigt, dass wir mit dem WLAN verbunden sind. Der Staubbehälter, den können wir entfernen. Das ist auch identisch zum Roborock S50 geblieben. Genauso hier wie dieses kleine Tool, um das Ganze dann hinterher reinigen zu können. Das kann hier schön verstaut werden. Also auch das ist sehr ähnlich zum Roborock S50 bzw. sogar gleich. Und auch hier können wir am Lasernavigationsturm sehen, dass er geschützt ist. Falls er irgendwie unter der Couch stecken bleiben sollte, dann registriert er das und fährt zurück. Ja, Lasernavigationsturm, klar, dadurch wird der Roboter natürlich schön durch eure Wohnung navigiert. Das ist meiner Meinung nach momentan das beste System, was es so am Markt gibt. Funktioniert einwandfrei, daran gibt es wirklich überhaupt nichts zu meckern. Drehen wir kurz den Roboter mal um. Ihr seht, hier ist die kleine Bürste, von der ich erzählt habe. Die ist jetzt komplett hier so aus Gummi. Hat vorne so zwei Fühler, macht auf jeden Fall seinen Job, es ist ein gutes Teil. Ich muss es länger testen, jetzt erstmal im Alltag hier beobachten. Was ich besser finde, kann ich an der Stelle noch nicht sagen. Also jetzt natürlich im Vergleich zum Roborock S50, aber auf jeden Fall, wischt schön den Dreck in die Mitte. Auch hier in der Mitte die Hauptwalze ist identisch zu der vom Roborock S50, lediglich die Farbe hat sich geändert. Ansonsten ja einfach halt eben eine Multifunktionsrolle, die sowohl auf Teppich als auch auf Hartböden gute Ergebnisse abliefert. Natürlich gucken wir uns die Saugergebnisse auch später noch an. Dann drehe ich ihn jetzt nochmal auf die Seite und wir kommen nochmal zum Wassertank. Der wird einfach jetzt hier an der Unterseite montiert und wenn er richtig rum auf der Seite steht, wird er auch selbstständig erkannt. Das heißt, der Roboter selbst sagt, dass der Wassertank montiert ist. Ich wecke ihn an der Stelle kurz auf. Und Wassertank angebracht. Ihr habt es gehört, Wassertank angebracht. Wenn ich ihn jetzt zum Saugen losschicken würde, würde er auch nochmal sagen, hier, pass auf, guck, dass der Wassertank richtig montiert wurde. Und auch auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, so viel zum Roboter und zu den Details. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt. An dieser Stelle möchte ich natürlich auch noch kurz auf die Ladestation zu sprechen kommen. Ihr seht sie hier vor mir stehen. Sie hat auch wie beim S50 schon diese Matte mit dabei. Das sorgt dafür, dass der Wischmopp nicht direkt im Kontakt mit eurem Fußboden ist. Gerade bei Echtholzfußböden könnte es blöd sein, wenn permanent der nasse Lappen da auf dem Boden liegt. Die könnt ihr einfach auch abmachen. Und ja, abmachen. Ist ordentlich fest dran, das ist ja auch gut so. Dementsprechend lasst ihr einfach dran. Auf der Unterseite hier auch noch diese gummierten Noppen, dass die Ladestation nicht so schnell wegrutschen kann. Von der Unterseite sieht sie folgendermaßen aus. Auch hier wieder vier gummierte Füßchen. Im direkten Vergleich zum Roborock S50 ist die Ladestation doch ein ganzes Stückchen größer geworden. Aber ein entscheidender Vorteil ist entstanden und zwar hat sie jetzt auf der Rückseite wieder die Möglichkeit, das Kabel zu verstauen. Das kennen wir schon vom Mi Robot der ersten Generation. Beim S50 wurde es aufgrund der Größe einfach weggelassen. Habe ich immer kritisiert, kritisiere ich eigentlich bei jedem Staubsaugerroboter. Umso mehr freut es mich, dass es hier jetzt wieder mit an Bord ist. Und je nachdem, wie ihr das benötigt, könnt ihr einfach das Stromkabel selbstständig, so wie es euch beliebt, legen. Nach rechts raus, nach links raus. Weil ich die Ladestation auch gerade schon hier stehen habe und mit dem Strom verbunden habe, möchte ich euch direkt eine Sache schon zeigen. Passt zwar thematisch erst später eigentlich zur Navigation. Wenn ihr den Roboter aber jetzt irgendwo anders auf einer anderen Ebene zum Saugen losschickt und da ist nicht die Ladestation, dann legt er ja eine neue Karte an. Und wenn ihr ihn dann wieder zurück auf die Ladestation schickt, kommt Folgendes. Die Karte wurde wiederhergestellt. Aufladevorgang wird gestartet. Genau, ihr habt es gehört, die Karte wurde wiederhergestellt. Das heißt, er weiß jetzt automatisch, aha, hier ist meine Ladestation und hier ist mein Zuhause und dementsprechend legt er auch direkt wieder die richtige Karte in der App an. Und ja, das wollte ich euch an der Stelle zeigen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Wichtig bei den lasernavigierten Geräten ist natürlich auch immer, wie schön der Roboter durch die Wohnung navigiert. Dazu habe ich einfach mal bei mir die Kamera wieder auf die Galerie gesetzt, habe den Roboter unten bei mir ins Wohnzimmer reingeschickt und zeige euch das Ganze jetzt mal im Zeitraffer.
Ja, ihr habt jetzt gesehen, wie er in knapp 20 Minuten meinen Wohn- und Essbereich unten gereinigt hat. Das hat er wirklich einwandfrei gemacht. Er hat überhaupt keine Probleme mit Hindernissen oder Gegenständen. Ihr habt es gesehen, er ist wunderbar bei mir um den Esstisch drumherum navigiert. Auch mit dem Wohnzimmertisch, der ist recht leicht, hat er überhaupt keine Probleme, schiebt den jetzt nicht großartig durch die Gegend, knallt nicht irgendwie besonders hart irgendwo gegen. Also wirklich absolut zufriedenstellend, hat mir besonders gut gefallen. Natürlich sei auch gesagt, er hat natürlich Absturzsensoren, das blende ich euch ja auch gerade hier ein. Ihr seht, er hat keine Probleme, dass er da irgendwie von der Galerie runterfällt. Auch dort an diesem Balken, sage ich mal, am Geländerpfosten, seht ihr auch schön, dass er da ordentlich drumherum navigiert und halt eben keine Probleme damit hat. Darüber hinaus hat er auch eine Teppicherkennung und steigert dort selbstständig seine Saugleistung. Und das möchte ich euch an der Stelle auch nochmal kurz einblenden. Ja, ihr habt gerade gesehen, wie der Roboter selbstständig auf dem Teppich auch die Saugleistung erhöht. Das dauert manchmal einen kleinen Moment, bis er das wirklich registriert. Das ist so, hat aber eigentlich im Test ganz gut funktioniert. An der Stelle muss man ja auch sagen, dass der Teppich eigentlich recht klein ist. Also er hat auch nicht so sonderlich viel Zeit, das Ganze eben zu realisieren und umzusetzen. Ansonsten sei auch positiv erwähnt, weil ich es einfach mit anderen Staubsaugerrobotermodellen schon gesehen habe. Ich habe so Schwingstühle, die eben unten diese runden Beine haben bzw. Rohre haben. Auch manche Wäscheständer oder so haben das, die überwindet er nicht. Ist in meinem Fall sehr positiv, andere haben sich daran festgefahren. Und wo wir jetzt gerade bei diesen Hindernissen schon sind, ich habe ja auch immer dieses kleine Testareal bei mir aufgebaut, wo ich mehrere Platten übereinander lege. Allerdings haben wir da immer eine Kante von 90 Grad, also quasi, ich sag mal, maximale Schwierigkeit. Roborock selbst gibt ja an, dass er bis zu 2 cm überwinden kann, allerdings wenn die Kante etwas angeschrägt ist. In meinem Fall konnte er eben an der harten Kante die 2 cm nicht überwinden und hat lediglich 1,8 cm geschafft. Ich gehe aber davon aus, dass wenn ihr in einem Altbau wohnt, irgendwie Türschwellen habt, die 2 cm sind, sollte er das ohne Probleme schaffen. Auch was die sonstigen Hindernisse angeht, ich habe es früher mit vorherigen Robotern schon gehabt, ich habe so eine Schwelle bei mir im Bad vom Flur kurz auf die Fliesen runter wieder auf den Teppich. Das war auch immer so eine problematische Stelle, wo er doch mal irgendwie seine Fähigkeiten zeigen kann. Auch das hat er hier problemlos gemeistert. Von daher wirklich, also Hinderniserkennung und Überwindung wirklich einwandfrei. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal die Saug- und Wischleistung an. Kommen wir jetzt zum eigentlich wichtigsten Thema bei einem Staubsaugerroboter, der Saugleistung. Ich habe wie immer mein kleines Testareal aufgebaut, habe 100 Gramm verschiedenste Sachen dort verstreut und was er aufgesaugt hat, wie viel er liegen gelassen hat, das blende ich euch jetzt mal ein. Ja, wie ihr seht, hat er eine wirklich gute Figur im Testareal abgeliefert. Er hat 97,47 Gramm in 2,5 Minuten aufgesaugt. Also es ist mit eins der Top-Ergebnisse, was ich bisher hier hatte. Nur vereinzelt hat er halt eben Körner liegen lassen. Auch an dieser Stelle möchte ich kurz auf die Eckensaugleistung des Roboters eingehen. Auch das blende ich euch gerade ein. Ihr seht, er kommt mit seiner Nase hier vorne ganz gut in die Ecke. Allerdings, wenn ihr hier natürlich so einen Radius erstellen würdet, erreicht er so ungefähr 2 cm, 1,5, 2 cm in der Ecke natürlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein super Ergebnis, sollte sich natürlich durch regelmäßiges Saugen auch überhaupt nicht erst so viel Dreck in einer Ecke ansammeln. Nichtsdestotrotz möchte ich natürlich auch demonstrieren, wie weit er halt eben in die Ecke kommt. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt aber auch noch auf dem Teppich an. Ja, auch auf dem Teppich hat er sich wirklich hervorragend angestellt. Von den 100 Gramm, die ich dort verteilt habe, hat er 96,44 Gramm wieder aufgesaugt, hat ebenfalls ungefähr 2,5 Minuten gebraucht, was wirklich ein sehr ordentliches Ergebnis ist. Und ihr seht ja, die Menge, die ich dort verteilt habe, ist schon ein extremer Härtefall. Normalerweise würde man wahrscheinlich einfach eine Schippe und eine Schaufel verwenden, um das Ganze wieder einzusammeln. Kommen wir jetzt zur Wischleistung. Hier ist der Wassertank montiert.
Sie sagt es direkt, der Wassertank ist entfernt. Ich muss sagen, die Wischleistung hat mir hier besonders gut gefallen. Dadurch, dass jetzt hier die Möglichkeit besteht, einfach dieses Ventil zu öffnen. Ich nehme an, dass einfach ein bisschen mehr Luft jetzt in den Wassertank reinkommt. Ich würde sagen, eine Befüllung mit dem Wassertank reicht so für 35 Quadratmeter. Ist aber jetzt auch nur meine grobe Schätzung, weil ich habe den Wassertank eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, komplett befüllt, habe bei mir so 18 Quadratmeter, 20 Quadratmeter hat er gewischt. Und er war etwas über die Hälfte geleert. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, dieses Ventil ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil im Vergleich zu dem alten Wassertank vom S50. Gefällt mir viel besser. Einfach, weil er halt einen gleichmäßigen, nassen, feuchten Film hinter sich herzieht. Das seht ihr auch hier eingeblendet. Er fährt seine Bahn und ihr seht halt, dass wirklich permanent von der ersten bis zur letzten Minute das Tuch einfach nass ist. Sobald dieses Ventil eben zugeklipst ist, reicht meiner Meinung nach die Wassermenge auf dem Tuch nicht mehr aus und es ist eben nicht mehr so ein gleichmäßiges Wischergebnis dabei. Was natürlich auch ein wichtiger Aspekt ist, den ich mir überlegt habe und was leider nicht funktioniert, was ich schade finde, ihr habt es ja gemerkt, sobald ich den Wassertank hier montiere, registriert sie ja jetzt, dass der Wassertank montiert wurde. Ich habe auch noch mal einen Top-Down-Shot bei mir von der Galerie gemacht, weil ich einfach wissen wollte, ob der Roboter jetzt auch mit der Teppicherkennung irgendwie da eine Verknüpfung herstellt und sagt, hey, ich habe den Wischtank montiert, deswegen meide ich irgendwie die Teppiche. Das hat er hier an der Stelle leider nicht erkannt. Ist natürlich auch nicht angegeben, hat mich aber einfach interessiert. Finde ich ein bisschen schade, dass er da halt einfach mit dem Wassertank über den Teppich halt drüber fährt. Ja, so viel zum Thema Wischleistung. Kurz auch nochmal zum Areal. Ich habe mir hier kein eigenes Wischareal angelegt. Ich habe schon verschiedene Videos mal im Internet gesehen, wo die Leute irgendwie Nutella auf den Boden schmeißen oder so. Aber de facto fährt der Roboter halt erst mit der Bürste da durch und ich sehe da einfach kein realistisches Szenario, warum ich da irgendwie für die Wischleistung irgendwelchen klebrigen Ketchup oder sonst einen Kram auf den Boden schmieren sollte. Das kommt in die Bürste rein, fängt vielleicht irgendwie an zu schimmeln. Also dementsprechend habe ich mich von so einem Test einfach distanziert. Es sollte klar sein, dass der Wischmopp vor allem da ist, um nochmal schön irgendwie nachzuwischen und nicht um irgendwie festgekrusteten, hartnäckigen Dreck vom Boden zu entfernen. Also es ist eher so ein Staubwischtuch als ernsthaften Wischmopp, der groben Dreck entfernt. Ja, das wollte ich an der Stelle noch mal kurz auch betonen und klarstellen, warum ich da so handle und würde sagen, wir kommen zum nächsten Punkt. Kommen wir jetzt an dieser Stelle zur App-Steuerung des Roborock S6. Ich habe es hier schon mal geöffnet, das ist die Xiaomi-App, ich bin mit dem deutschen Server verbunden, habe den Roborock hier hinzugefügt. Es ist einfach in der Übersicht, wenn ihr weitere Smart-Home-Geräte oder andere Staubsaugerroboter haben solltet, würden die natürlich hier auch noch aufgelistet. Ich wähle das Gerät jetzt einfach mal aus und ihr seht hier schon die Karte. Ihr habt es vorhin schon gemerkt, ich habe den Roboter auf die Ladestation gesetzt. Er hat gesagt, ich habe die Karte wiederhergestellt und genau das ist die Karte, die er wiederhergestellt hat und die er angelegt hat. Als ihr diesen Top-Down-Shot bei mir von der Galerie runter ins Wohn-Esszimmer gesehen habt, diese weiße Fläche hier in der Mitte ist meine Couch. Und hier vorne, das ist quasi dieser Ottomane, der da davor steht. Hier ist so eine kleine Treppe, die dann nach unten zu mir in den Flur geht. Hier haben wir das Wohnzimmer und hier eben die Küche. Hier neben diese kleine Pflanze und da seht ihr, wo der Roboter an der Ladestation ist. Natürlich habe ich ihn jetzt ein bisschen hinters Licht geführt, weil er hier an der Ladestation bei mir im Studio sitzt und natürlich noch keine neue Karte angelernt hat. Dementsprechend denkt er gerade noch, er wäre im Zimmer, aber ja, ist er natürlich nicht. Gut, kommen wir zu den wichtigen Einstellungen. Momentan ist es so eingestellt, dass wir alle Bereiche eben reinigen wollen oder können. Ich kann hier unten aber auch Raum auswählen. Ihr seht jetzt, ihr habt die verschiedenen Bereiche. Wenn ich jetzt einfach sage, okay, den Raum wähle ich aus, jetzt würde zum Beispiel in dem Falle nur die Küche gereinigt. Kann auch einfach die weiteren Bereiche hinzufügen. Auch den Flur hat er als Bereich gefunden, allerdings kann ich den natürlich nicht reinigen, einfach aus dem Grund heraus, weil er in einer anderen Ebene liegt. Es gibt auch die Möglichkeit, an dieser Stelle zu sagen, ich möchte einen bestimmten Bereich reinigen. Das ist dann, wie man es vielleicht auch schon öfters gesehen hat, einfach so der Fall, dass ihr hier so ein kleines Viereck habt und dann einfach das anlegen könnt. Ihr könnt auch sagen, dass die Zone dann zweimal oder dreimal gereinigt werden soll und natürlich auch noch eine weitere Zone hinzufügen. Da ist euch einfach ja, eurer Kreativität freien Lauf gelassen. Das könnt ihr gerade machen, wie es euch interessiert. Ich lösche die ganzen Bereiche jetzt mal wieder, gehe zurück auf alles
Ansonsten habt ihr hier die Möglichkeit, die Leistung des Roboters auszuwählen. Ich habe es vorhin vergessen zu sagen, als ich meinen Saugleistungstest gemacht habe, sowohl auf dem Teppich als auch auf dem Laminat, habe ich natürlich den maximalen Modus eingestellt, dass er mit den vollen 2000 Pascal Saugleistung hier an den Start geht und eben alles gibt, was er halt kann. Er soll ja zeigen, was er kann. Ansonsten könnt ihr einfach auswählen zwischen leise, Balance, Turbo und Max. Meistens lasse ich es irgendwie in Balance oder im Turbo-Modus bei mir durch die Gegend laufen. Ansonsten habt ihr auch, wenn er gereinigt hat, oben hier auch immer noch mal eine kurze Information, wie viel Quadratmeter er gereinigt hat, natürlich auch der Akkustand und die Reinigungsdauer. Ein weiterer wichtiger Punkt, der allerdings bei mir hier noch nicht einwandfrei funktioniert hat, ich nehme an, da wird noch ein Software-Update rauskommen, was das Ganze dann noch ein bisschen besser macht, ist der Punkt Karte bearbeiten. Ich kann jetzt hier schon die Bereiche bearbeiten, dazu öffnet sich ein neues Fenster. Ursprünglich wurde nämlich hier der große Raum als ein einzelner gefunden. Ich habe den dann allerdings selbstständig geteilt, einmal in Esszimmer, einmal in Wohnzimmer. Wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet einen weiteren Raum hinzufügen, könnt ihr einfach hier in die Map reinklicken und ihr seht, jetzt bekommt ihr diese neue Linie. Bei mir macht es jetzt keinen Sinn, aber ihr könntet, ja, wenn ihr jetzt ein Loft oder sowas habt und sagt, ich möchte mein Loft in, weiß ich nicht, was für Bereiche einteilen, könnt ihr das hier einfach auch noch selbstständig machen, würdet dann auf OK klicken und dann hättet ihr noch einen dritten Bereich, den könntet ihr dann natürlich auch, der wäre dann auch mit so einem kleinen Haken hier versehen. Und ihr könntet das Ganze dann noch als weiteren Raum definieren. Ich könnte jetzt auch hier wieder die Bereiche zusammenfügen. Genau, dann wähle ich die hier aus, würde OK sagen und dann wäre das wieder ein großer Raum. Also ihr merkt schon, es gibt mittlerweile richtig viele Möglichkeiten, die ihr hier nutzen könnt. Ich habe es gerade vorhin schon gesagt, ihr könnt natürlich auch Sperrzonen machen, ne? So, und dann würde eben in dem Falle der Bereich nicht gereinigt. Das wäre jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, um den Teppich beim Wischen außen vor zu lassen oder wenn ihr einen Hochflorteppich habt, mit dem Roboter ja generell Probleme haben, dann würde ich ihn einfach mit so einem Sperrbereich außen vor lassen. Wie in den anderen Möglichkeiten bzw. in einem anderen Modus, dass ihr einen bestimmten Bereich ein-, zwei- oder dreimal reinigt, könnt ihr halt auch einfach Bereiche hinzufügen, die ihr auslassen soll. Dasselbe geht natürlich auch noch mit einer Linie. Also softwaretechnisch habt ihr hier jetzt wirklich alle Möglichkeiten, um Bereiche einzugrenzen, auszugrenzen, zu teilen, Räume anzulegen und so weiter und so fort. Also wirklich alles sehr, sehr vorbildlich gemacht. Eingangs habe ich es gerade nicht speichern gesagt, ein Problem gibt es noch und das ist gerade die andere Ebene. Ich möchte jetzt den Roboter auf eine andere Ebene heben bzw. in einer anderen Ebene saugen lassen und dann haben wir ja eine zweite Karte. Es ist für viele natürlich wichtig zu wissen, was passiert dann, wird die erste Karte gelöscht oder nicht. Nein, die Hauptkarte wird nicht gelöscht, das habt ihr ja auch vorhin schon gesehen. Wenn ihr irgendwie einen anderen Bereich saugt, dann legt er zwar eine zweite Karte an. Ich könnte sie dann auch hier speichern, allerdings hat er beim Abspeichern hier der Karte immer gemeckert. Deswegen sagte ich gerade, mit einem zukünftigen Update hoffe ich, dass dieser Fehler behoben wird und dann habt ihr auch die Möglichkeit, auf mehrere Karten zuzugreifen. Und selbst wenn diese andere Ebene nicht gespeichert wird und ihr ihn auf die Ladestation zurückstellt, wird automatisch eure Hauptkarte wieder geladen. Es gibt auch die Möglichkeit, Karte wiederherstellen, allerdings ist er hier in so einer Endlosschleife und lädt die ganzen Karten nicht. Die Karte zurücksetzen möchte ich natürlich an dieser Stelle auch nicht. Möchte ich einfach an der Stelle hier erwähnen, das ist gerade mein Stand des Tests, aber ich bin wirklich sehr guter Dinge, dass mit dem nächsten Software-Update eigentlich dieses Problem behoben sein sollte und der Hersteller gibt ja auch an, dass eben mehrere Ebenen gespeichert werden können sollen. Gut, ansonsten, ihr seht hier unten, dass der Roboter geladen wird. Ihr könnt ihn jetzt einfach hier zum Reinigen losschicken. Ihr habt hier oben noch die Möglichkeit, verschiedene Optionen zu wählen. Ihr könnt einen Timer einstellen, ihr könnt auch die Sprache einstellen. Ihr habt ihn ja vorhin schon Deutsch reden gehört. Ihr könnt auch Chinesisch oder Englisch oder was auch immer an Sprachen einstellen. Ansonsten die allgemeinen Einstellungen, ihr könnt den Roboter umbenennen, ihr könnt nach Firmware-Aktualisierungen suchen und so weiter und so fort. Also da habt ihr auch viele Möglichkeiten. Natürlich könnt ihr auch eure eigenen Programme anlegen, sodass der Roboter irgendwie montags, mittwochs und freitags saugen soll. Also da habt ihr wirklich unendlich viele Möglichkeiten in der App. Auch die Gestaltung der App bzw. die Kartengestaltung für diejenigen unter euch, die es ja schon kennen, den Mi-Robot der ersten Generation, den Roborock S50, auch schon in der App gesehen haben. Also es ist auch hier nochmal eine optische Weiterentwicklung. Es ist einfach nochmal etwas schöner gestaltet. Die Linien sind irgendwie klarer gestaltet. Also es ist
Ich finde wirklich schön. Ihr merkt schon, ich rede die ganze Zeit vom Roboter. Also es ist ein tolles Gerät und die App macht einfach Spaß. Genau, ich würde sagen, damit beende ich jetzt auch mal das Thema der App und wir kommen zu einem weiteren wichtigen Punkt, und zwar der Konnektivität und der Sprachsteuerungsmöglichkeit. Jetzt möchte ich euch direkt zeigen, wie ihr den Roboter auch per Sprache starten könnt. Dazu habt ihr hier oben Alexa im Schrank stehen und der sage ich jetzt: Alexa, schalte Roborock S6 an. Okay. Reinigung wird gestartet. So, ihr seht, sie fährt per Alexa los. Alexa, schalte Roborock S6 aus. Sehr gut. Ihr habt es gesehen, man kann ihn starten und auch wieder stoppen. Er fährt jetzt auch wieder selbstständig zur Ladestation zurück. Pausiert. Ja, ich pausiere ihn an der Stelle. Es funktioniert, er fährt wirklich zu seiner Ladestation zurück. So viel zum Thema Sprachsteuerung. Es gibt bisher noch nicht mehr Befehle. Ihr könnt ihn an- und wieder ausschalten. Ihr könnt ihn jetzt noch nicht in explizite Räume schicken. Ich weiß auch nicht, ob dahingehend noch mehr Optionen irgendwann verfügbar sein werden, dass er halt irgendwann den Raum Wohnzimmer benennt und dann sagt: hier, schick ihn doch bitte ins Wohnzimmer zum Saugen. Dazu habe ich bisher noch keine Informationen. Sollte softwaretechnisch eigentlich kein Problem sein. Ob es kommt, ich kann es euch nicht sagen. Aber wie ihr gerade gesehen habt, es funktioniert einwandfrei. Wichtig ist einfach nur, dass ihr den Roborock S6 auf dem deutschen Server verbunden habt und dann einfach den Roborock Skill aktiviert und schon sind die beiden Konten oder könnt ihr die beiden Konten miteinander verknüpfen und dann dementsprechend steuern. Dasselbe sollte natürlich mit dem Google Assistant auch gehen. Ich habe es hier noch nicht ausprobiert, aber mit dem Roborock S50 hat es einwandfrei funktioniert damals. Dementsprechend gehe ich einfach davon aus, dass das hier auch klappen sollte. Wenn es jetzt noch nicht klappt, klappt es garantiert in der Zukunft. Ansonsten Konnektivitätsmöglichkeiten, einfach weil ich selbst benutze, möchte ich auch auf dieses Thema kurz eingehen. Ich selbst habe IO Broker am Einsatz. Man möchte ja vielleicht den Roboter noch irgendwie auf eine erweiterte Art und Weise in sein Smart Home integrieren. Es gibt einen Adapter, der für den Mi Robot der ersten Generation und den Roborock S50 verantwortlich ist. Der ist bisher noch nicht geupdatet und noch nicht explizit für den Roborock S6 erweitert worden. Ich habe allerdings auch noch nicht ausprobieren können, ob das wirklich funktioniert. Wenn ich ihn eingebunden habe, werde ich es auf jeden Fall unten kurz in den Kommentaren reinschreiben und sagen: ja, IO Broker Adapter funktioniert oder funktioniert noch nicht, beziehungsweise ich schreibe es dann rein, wenn es funktioniert. So viel zum Thema Konnektivitätsmöglichkeiten. Ich würde sagen, ich ziehe mein Fazit. Ja, was denke ich jetzt über den Roborock S6? Es ist eine schwierige Frage. Klar, ich bin vorbelastet. Ich habe den Roborock S50 schon seit anderthalb Jahren hier im Einsatz, jeden Tag. Dementsprechend war natürlich meine Erwartung für einen Nachfolger extrem hoch. Ich habe gedacht, dass sehr, sehr viele Verbesserungen kommen. Ganz klar, der Roborock S6 macht viele Dinge besser, eigentlich nichts schlechter. Dennoch hatte ich mir einfach noch mehr erwartet. Aber natürlich ist auch wieder die Frage, was will man denn noch in einem Staubsaugerroboter? Fliegen und Treppen steigen können die Geräte momentan noch nicht. Dementsprechend alles, was der S50 schon gemacht hat, macht er jetzt auf jeden Fall besser. Die Wischleistung wurde verbessert, einfach dadurch, dass ihr jetzt dieses Ventil öffnen könnt und mehr Wasserzufuhr habt. Das hat sich verbessert. Ansonsten habt ihr jetzt auch hier diese austauschbaren Mopptücher. Wie gesagt, ich habe für mich eigentlich keinen Anwendungsfall, aber vielleicht habt ihr irgendwie ein Szenario, wo ihr sagt: wow, super, dafür sind die Dinger ganz, ganz wichtig. Ansonsten hat sich ebenfalls die Ladestation verbessert. Wer schon das ein oder andere Video von mir gesehen hat, merkt, dass ich immer wieder darüber meckere, wenn ihr das Kabel nicht links oder rechts rauslegen könnt und hinten verstauen könnt. Ich bin da halt einfach pingelig. Das gefällt mir hier natürlich jetzt viel besser. Ansonsten, das Design ist weitestgehend gleich geblieben. Auch die Abmaße von der Rolle und vom Staubtank ist alles gleich geblieben. Dementsprechend, es ist einfach eine Evolution statt einer Revolution, so würde ich es halt irgendwie abschließend darstellen. Wenn ihr schon einen S50 habt, boah, dann würde ich in mich gehen, ob sich das Upgrade lohnt. Wenn ihr noch keinen Staubsaugerroboter habt, dann ist das definitiv eine klare Empfehlung. Damit seid ihr auf der absolut sicheren Seite. Ihr habt eigentlich alle technischen Raffinessen, die man derzeit so haben kann. Er hat überhaupt keine Probleme mit Hindernissen. Er navigiert einwandfrei durch die Wohnung. Also da gibt es nichts zu bemängeln, ja, also dementsprechend definitiv einer der besten Staubsaugerroboter, den ich bisher hier hatte. Ich denke auch einer der besten überhaupt dieses Jahres. Dementsprechend, ich bin einfach total begeistert. Das ist ein tolles Gerät. Wie gesagt, wenn man viel mit den Staubsaugerrobotern zu tun hat, dann steigen natürlich auch die Erwartungen.
Dementsprechend sieht so mein Fazit aus. Wenn ihr natürlich Fragen haben solltet, auf die ich irgendwie nicht eingegangen bin, dann stellt mir die doch einfach unten in den Kommentaren. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich darauf einzugehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und über ein Kanalabonnement freue ich mich natürlich auch. Dementsprechend würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video.